unterwegs. Wir werden uns alle Präsentationen, alle Zelte, alle Veranstaltungen ansehen. Und wir werden insbesondere auch das Turmcafé oben auf dem Turm Nummer 2 besuchen. Ne, so hoch kann man ja selbst mal Kaffee trinken. Wir werden das AV-Zelt uns angucken. Und im Rathaus gibt es wunderbare Ausstellungen, das Kinderfest. Und ja, dann gibt es noch eine kleine Überraschung. Um 15 Uhr gibt es, die Firma Oberhof hat das organisiert für uns, gibt es noch eine kleine Tour zur Brieffahrtshalle in Mahl, weil das ja auch ein Stück unserer Geschichte ist. Und das wollen wir auch gerne präsentieren. Meine Frage, freuen Sie sich auf irgendeinen Programmpunkt besonders? Nein, wir sind alle Programmpunkte lieb und nett. Ich freue mich, dass so viele Malergruppen dabei sind. Wir mussten, weil das Bühnenprogramm schon so eng ist, sogar Absagen aussprechen. Die haben aber alle eine Chance, am 3. Oktober nochmal aufzutreten. Nee, herzlichen Dank an alle und ich freue mich auf alle Programmpunkte. Ja, gut, wunderbar. Hier dürfen... Der Mann hat Reaktion, der kann kein Beamter sein. Achso, das ist mal gewohnt. Ja, also flexibel. Wir haben hier eine Tafel, wo die Bühnenliste sich verewigen wird. Herr Lauber, erzählen Sie mal, worum es geht. Ja, es ist so, dass das 75. Geburtstagsfest ja nicht so ein Puffer sein soll, der plötzlich mal vorbei ist. Und von daher haben wir uns gedacht, jeder, der uns einen kleinen Glückwunsch oder eine Unterschrift zukommen lassen will, dafür haben wir Leinwände vorbereitet und Stifte dazu. Und da möchten wir alle auffordern, zu unterschreiben, zu unterzeichnen, selbstverständlich unsere Ehrengäste zunächst und auch zuallererst. Und das soll ja noch einen Ehrenplatz in unserem Rathaus finden. Wunderbar, okay, dann hinterlassen Sie was. Was kommt jetzt? Jetzt kommt der Bürgermeister auch noch mit Geschenken. Ja, natürlich. Also, so ein Engagement kann man ja kaum entsprechend würdigen. Und wir wollen heute den Verantwortlichen aus den Gruppen, aber auch den Unternehmensvertretern, die uns so finanziell, so großzügig unterstützt haben, danken mit einem kleinen Orden. Das haben wir uns bei den Karnevalisten abgeschaut. Und zwar ist das quasi hier unser Jubiläumspin in groß mit dem Schriftzug Danke. Und das bekommen heute all diejenigen, die einen Beitrag geleistet haben. Und zuallererst darf ich vielleicht die Vertreter der Evonik bitten. Herr Feldmann, da würde ich Ihnen gerne diesen Orden stellvertretend überreichen. Ist übrigens auch gesponsert worden, ne? Belastet keine Kasse der Stadt. Herzlichen Dank, Herr Feldmann. Und die Kolleginnen und Kollegen, die gucken schon ganz neidisch jetzt. Ja, Herr Spekovius, für die Sparkasse Fest. Danke. Herr Kapitän für Gelsenwasser. Ach, das Schöne bei Gelsenwasser ist ja, die sind ja fest im Griff von Bochum und Dortmund. Nein, ich finde, die Mehrheitseigner sind die Stadtwerke von Bochum und Dortmund. Schon, aber unser Geschenk ist heute, dass wir heute dafür gesorgt haben, dass wir keine Warenannahme haben. Da hoffen wir, dass das morgen auch noch so ist. Die DLRG greift schon auf Wasserflaschen zurück. Gut, wir machen weiter. Ja, und natürlich meine lieben Amtskollegen und Stellvertretenden aus den Partnerstädten, die Bürgermeister, möchte ich natürlich auch auszeichnen, dass sie gekommen sind. Herr Leonard von Saturn, genau, Herr Leonard. So wie Sie den angenommen, ist das nicht Ihr erster Orden. Es sah so professionell aus, so wie Sie das gemacht haben. Also wir brauchen eigentlich keine Orden, das ist eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem vielen Dank dafür. Ihr kriegt auch einen Ehrenplatz in meinem Büro, wenn er wieder zum Kaffee trinken kommt, dann kann er sich den anholen. Ich hoffe, dass Sie am Montagmorgen wieder aufschließen, den Laden. Mit dem Orden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich sehen, hey, unser Chef ist cool. So, wir machen weiter bei der Übergabe. Ja, genau. Und wir verteilen die Orden ja auch, wir werden irgendwann 80 und wollen mal wieder feiern, ne? Und da hält man sich die Leute gerne geschmeidig in Erinnerung. So, jetzt kommt die Vizebürgermeisterin aus Kree. Sie nimmt von Werner alles. Oberbürgermeisterin Bitterfeld-Wolfen. Bürgermeister aus Pendel. Mr. Nadim. Ja. Stellvertretende Bürgermeister aus Kulmhardesse, Herr Emmig. Kann das sein, dass wir leicht im Verzug sind mit der Zeit? Das macht überhaupt nichts, wir können überziehen. Nach uns kommt nichts mehr. Der Bürgermeister der Stadt Salaegerszeg, der auch Mitglied der Nationalversammlung ist.
und die Vertreterin der Stadt Herzlia. Damit sind wir jetzt erstmal durch. Gut, wunderbar. Nein, wir sind nicht durch. Ja. Ja, der stellvertretende Bürgermeister Lee aus China aus Shanxi ist natürlich auch da. Das war so, hier, ja gut, dann haben, wie viele Orden haben wir heute zu vergeben? Einige. Das machen wir dann schön. Jetzt gibt es auch noch das erste richtig gut gezapfte Bier für die offiziellen Vertreter. Ich habe alle Hände voll. Ihr wisst ja von der Bitburger Brauerei, hallo. David. Es sind viele Leute da und die haben alle Durst. Und nicht wie in der Bibel, da ging das mit ein paar Fischen und ein paar Broten, konnte man Tausende satt machen. Also mit ein paar Bier schafft ihr das nicht, ihr müsst nachlegen. Der Kuchen ist zurzeit leicht in Führung, da gibt es wunderbaren Jubiläumskuchen. Wir machen jetzt hier noch ein offizielles Foto, genau, von der Begrüßungsfeier.